lieben. Das bin ich. So kennt ihr mich die letzten 4 Jahre hier auf YouTube und ich hatte immer rote Haare. Doch eigentlich bin ich eher so ein Mensch, der gerne mal mit Haarfarben rumexperimentiert. Und mit 16 hatte ich zum Beispiel schwarz-braune Haare. Mit 17 waren sie dann etwas kürzer und karamellbraun. Mit 18 hatte ich dann irgendwie eine platinblonde Phase. Und danach, mit 19 ungefähr, wurde ich rot. Die Farbe blieb und ich ließ die Zotteln wachsen. 2015 hatte ich dann richtig lange rote Haare, die mir dann aber auch irgendwie zu anstrengend wurden. Und aus einer Laune heraus habe ich die dann abgeschnitten, auf Schulterlang. Ja, seitdem lasse ich sie aber auch wieder wachsen. Ich vermisse es so ein bisschen. Und in letzter Zeit hatte ich aber auch immer wieder den Drang, meine Haarfarbe mal wieder etwas zu verändern. Da ich eine recht große Perückensammlung besitze, hat mir das natürlich enorm geholfen, einfach mal zu schauen, welche Farbe mir als nächstes gut gefallen könnte. Silber fand ich zum Beispiel schon sehr, 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 sehr geil. Auch wenn ich irgendwie total anders aussehe. Das Blau mochte ich auch sehr und das wird auch irgendwann auf jeden Fall nochmal kommen. Und das war so ein nicht ganz ernst gemeinter Versuch. Ja, auf jeden Fall, so kennt ihr mich. Und jetzt geht's los. Bevor wir aber loslegen konnten, musste Mana natürlich nochmal ihre Extrawurst Aufmerksamkeit bekommen. Nachdem das erledigt war, schmierte mir Maike einen Farbentzieher auf die Haare. Eine Stunde später war dann schon mal die erste Fuhre rot raus. Da ich jetzt aber 4 Jahre lang rot gefärbt habe, und zwar ausschließlich, war da so viel von dem Kram drin, dass es ganz schön schwierig war. Rot ist nämlich verdammt hartnäckig. Oben am Ansatz hatte ich dann aber schon mal so meine Naturhaarfarbe wieder. Dann haben Maike und Heli nochmal Farbenzieher draufgeschmiert. Und lasst euch gesagt sein, das Zeug riecht wie faule Eier. Mein Gut für euch, dass es noch keine Geruchskameras gibt. So, die zweite Farbrauszieh-Dingsbums-Kur ist jetzt durch. Und wie ihr sehen könnt... So nenne ich das jetzt auch. Also das Rot ist jetzt fast vollständig draußen, würde ich sagen. Jetzt ist Pumicle Hair. Yay! Yeah. Ich habe jetzt so ein Hartz-IV-Blond. Und jetzt wird blondiert. Ich kriege gerade sehr, 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 sehr helle Haare. Jetzt fühlt es sich an, als würde mein Kopf brennen. Aber hey, ich bin sehr gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Es wurde heller, so heller gelb. So, wir sind fertig. Das ist meine neue Haarfarbe. Schön, oder? Ich wollte sie schon immer mal so gelb haben. Sowas passiert normalerweise, wenn ihr zu Hause versucht, euch die Haare von rot irgendwie auf blond zu färben. Also ihr seht, der Ansatz, der passt soweit. Aber so in den Längen, der wird so orange, ne? Sieht man, das sind noch die restlichen Rotpigmente. Wir haben jetzt 2-mal Farbe rausgezogen, 1-mal blondiert und jetzt blondieren wir nochmal, damit halt dieser Rotstich hier rausgeht. Aber ihr seht, das Blond jetzt hat nach 2-mal Blondieren und einer Silbertönung, die wir direkt beim Auswaschen eingearbeitet haben, schon mal so einen ganz netten Ton, wo man super Farben draufklatschen kann. Das macht der Maike jetzt auch und ihr kennt schon, was am Ende bei rauskommt. Vorhin war ich noch hyperactive und jetzt bin ich, ist es jetzt, keine Ahnung, wenn ihr mir das nicht glaubt, okay, guck mal. Alter, wir haben da jetzt 12 Stunden dran gesessen, meine Haare von rot auf gelbblond, auf silberblond, auf pink zu bekommen. Auf alles. Auf alles.
Aber es ist wunderschön, mein Schatz. Ja, es ist der Hammer. Es ist wunderschön. Das ist so. Die Highlights sind so ein bisschen Lachs und dann die dunklen sind so ein bisschen, keine Ahnung, das ist einfach alles perfekt. 100 Shades of Pink. Ich laufe jetzt zukünftig rum wie so ein Final Fantasy Charakter. Und vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich muss jetzt erstmal ins Bett und mich über meine neuen Haare freuen. Gute Nacht! Gute Nacht! Tschüss! Ciao!